Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk. Die Kugel gehört zum Oberschenkelknochen, die Pfanne zum Beckenring. Von außen ist es durch die straffe Gelenkkapsel und die darüber liegende Muskelschicht relativ schlecht zu palpieren. Und so sieht das Ganze im Anatomie-3D-Modell aus. Hier blau markiert nochmal das Hüftgelenk, bestehend aus der Pfanne vom Hüftbein und dem Oberschenkelkopf vom Oberschenkel aus. Von hinten kann man das auch gut erkennen, hier auf der linken Seite. Und dasselbe natürlich nochmal auf der anderen Seite und hier nochmal in groß zu sehen. Und dann gucken wir uns das im Schlachtpräparat an. Das ist die Pfanne mit Gelenkflüssigkeit gefüllt und hier packt die Pinzette das Band, was Oberschenkelkopf und Pfanne zusammenhält. Und hier sehen wir den herausgelösten Oberschenkelkopf mit seiner Knorpelschicht. Im Falle einer Blockierung wird man maximal eine geringe Vorwölbung bzw. vermehrte Festigkeit der Muskulatur auf der betroffenen Seite spüren können. Wichtig ist hier der Seitenvergleich. Hier ein Pferd nach Wegrutschen des linken Hinterbeins nach außen in einer dafür sehr typischen Schonhaltung. Die Kugel ist dadurch vermehrt nach vorne innen in die Pfanne gestaucht. Cody. Ja, warte doch. Ich habe nämlich auch eine neue Technik mit diesem Gummiband.